Servus miteinander, das ist der Martin im Auftrag von OLED. Ich darf euch heute ein bisschen was über den kommenden Jänner Sale erzählen. Da gibt es Neuigkeiten wie die Night Tour, dann gibt es alte Bekannte im neuen Gewand, wie zum Beispiel den Open Mini in Blau, die RE 2S Kopflampe in Mitternachtsblau und es kommt ein neues Blau, das heißt bei mir Water Blue. Die Sika 3S habe ich zum Beispiel in dieser Farbe erhalten. Natürlich gibt es auch noch weitere Angebote, das habe ich alles auf meinem Schummelzettel stehen. Aber als erstes ist sicherlich für euch der zeitliche Ablauf interessant. Am Mittwoch, den 12.01. um 10 Uhr geht's los für die VIP-Kunden, also alle mit Kundenstatus Silber oder höher, dürfen dann beginnen einzukaufen. Der VIP-Sale endet am 13. um 8 Uhr morgens und am Donnerstag, den 13. um 10 Uhr geht dann der Sale los für alle Kunden und endet am Freitag, den 14. um 23.59 Uhr. Und ich würde sagen, wir schauen einmal ganz kurz über alle Angebote drüber und ich blende die Produkte dann einfach der Reihe nach hier um ein. Los geht's mit der Boulder S, die gibt es in Schwarz und Desert 10 um 30% günstiger und in Kombi angeboten um 35%. Das nächste ist die neue Night Tour, die Lampe alleine 20% vergünstigt und die Kombis mit 30% herabgesetzt. Die Warrior X3 gibt es in Schwarz und in der neuen Farbe Desert Camouflage. 24% auf die Lampe alleine und 30% in Kombination mit einem anderen Produkt. Die Sika 3 Pro, wie gesagt, in dem neuen Wasserblau oder in Schwarz. 25% gibt es auf die Produkte alleine und 35%, wenn sie kombiniert werden. Es gibt eine neue Fahrradlampe, die BFL 900, die habe ich leider nicht erhalten. 20% auf die Lampe alleine mit der Tasche oder mit einem Rücklicht kombiniert, jeweils 30% günstiger. Die RE 2S, wie gesagt, Mitternachtsblau habe ich sie bekommen. Dann gibt es auch wieder eine schwarze, jeweils 20%, 30% auch da, wenn man sie mit einem Open Mini kombiniert zum Beispiel. Der Open Pro kommt in der neuen Aqua Blue, Water Blue Farbe oder in Schwarz. Jeweils mit einer i1 R2 Pro, der neuen Schlüsselbundlampe, und 30% im Set vergünstigt. Da gibt es die i1 R2 Pro in allen Farben, nämlich Schwarz, Orange, Blau und Rot, jeweils um 20% günstiger zu kaufen. Dann gibt es ein neues Produkt, das habe ich leider auch noch nicht bekommen. Das nennt sich MCC-C3. Das C steht hier für den USB-C-Port oder den USB-C-Stecker, der am Kabel dran ist. Und zusätzlich ist das ein nettes Aufroll-Ding dabei. Das gibt es um 15% billiger jetzt im Einführungssale. Den Open Mini gibt es in Blau oder auch in dem Orange, da war er sehr begehrt, um jeweils 20% günstiger. Dann gibt es ein Bundle, habe ich da drinnen stehen, 35% auf die Night Tour, die Sika 3 Pro in der neuen Water Blue, die Warrior X3 in dem neuen Desert 10 und den Open Mini auch in dem neuen Blau mit 35% herabgesetzt. Pardon. Und dann gibt es noch zusätzliche Flash Sales am Abend. Da ist geplant die Peron 2 in Kombination mit einem Open Mini in Orange um 35%. Und am zweiten Tag gibt es die Boulder Pro R, die kann ich nur mal kurz herzeigen, auch Waffenlicht für die Kurzwaffe oder auch für die Langwaffe, weil die hat nicht nur einen Akku eingebaut, sondern funktioniert auch mit der Fernbedienung. Die gibt es um 35% herabgesetzt. Da ist dann noch ein gratis O-Tool dabei oder die Marauder 2 in Orange oder Military Green, jeweils auch mit einem Open Mini in Orange und auch da 35% zum Sparen. Und wie versprochen zum Schluss die Night Tour ein bisschen ins Detail. Schalten wir mal aus und fangen bei Null an. Die Night Tour ist eine Nachttischlampe oder Schreibtischlampe, wobei ich bin mir sicher, wenn ich euch alle Features vorgeführt habe, auf die ich bis jetzt draufgekommen bin, fallen euch sicher noch viele andere Anwendungsszenarien ein. Das erste Mal mechanisch, wir haben da einen Metallkörper, da ist ein Lochblech, dahinter ist das Licht geschützt. Zusätzlich gibt es um einen zweiten Lampenkopf, der ist schwenkbar von 0 bis 90 Grad. Den Lampenkopf bediene ich hier hinten mit einem Schalter, das Hauptlicht dort vorne mit seinem Kippschalter. Und wenn ich schon aufgekommen habe, dort unten drunter, das ist jetzt nicht wirklich ein Saugnapf, aber das ist so eine gummifilzmäßige Lippe, die hilft, wenn die Lampe, da brauche ich einen glatten Untergrund, irgendwo auf was Garten steht und man greift in der Nacht hin, dass man es nicht gleich umschmeißt.
Also es ist jetzt nicht wirklich ein Saugnapf und hundertprozentig luftig, aber es reicht, dass man sie, wenn man sie in der Nacht einmal ertastet, dass sie nicht gleich davonfliegt. Finde ich sehr gut überlegt. Ups, dass sie nicht runterfliegt. Fangen wir unten beim Hauptlicht an. Da habe ich dort vorne diesen Kippschalter. Nach unten drücken, startet weißes Licht. Das hat zwischen 8 und 60 Lumen in der Helligkeit einstellbar. Wenn ich nach unten drücken, gedrückt halte, startet das auch in der niedrigen Helligkeit. Das heißt, man wird nicht gleich noch blind, wenn man kurz einmal aufs Topf muss in der Nacht. Klicke ich nach oben, habe ich das helle Licht, das farbige Licht. Die Farben gibt es da von 2 bis 10 Lumen. Entweder einfärbig, die laufen da so durch. Mag ich das Durchlaufen nicht, Doppelklick, das ist quasi eine Pause, dann bleibt die Helligkeit, die da eingestellt ist. Einmal nach oben klicken, sehe ich so mehrere Farben, auch da Doppelklick macht die Pause und Helligkeit auch da stufenlos einstellbar. Das zweite der Lampe ist da oben dieses Leselicht. Hinten einschaltbar, stufenlos verstellbar von 1 Lumen bis 90 Lumen und das hat einen CAI, also einen Farbwiedergabeindex von 95. Ist also sehr gut geeignet, um was machen zu können oder basteln zu können damit. Und was ein lustiges Feature ist, das kann ich auch einfach runternehmen. Da ist ein 100 mAh Akku eingebaut, damit kann ich eine Viertelstunde in der vollen Helligkeit irgendwo hingehen im Haus. Was natürlich, wie gesagt, wenn man in der Nacht aufstehen muss, weil man in einem gewissen Alter wohin rennt, hinten drücken, halten, dann startet es in diesem niedrigen Mondlichtmodus und damit kann ich jetzt einfach irgendwo hinrennen, kann auch die Kinder schauen, die wecke ich nicht auf mit dem Licht, und wenn ich wieder zurück bin im Schlafzimmer, draufgeben und lädt automatisch wieder. Da muss ich noch was zeigen, wenn ich sie auf der vollen Helligkeit habe. Wie gesagt, in der vollen Helligkeit kann ich 15 Minuten damit spazieren gehen. Wenn ich in der Mangelung von einem Schalter da hinten sie ausschalten will, schüttelt man sie einfach zweimal. Dann ist sie aus. Wenn ich sie wieder schüttelt, ist sie wieder an. Etwas, auf das ich draufgekommen bin, was mir persönlich sehr taugt. Ihr habt sicherlich eine Oberhalb zu Hause. MC oder MCS, ist egal. Es funktioniert da mit dem Schalter und ich kann diese stufenlose Helligkeit auch an der Oberhalb machen. Finde ich ein sehr lustiges Feature. Und auf was ich noch drauf gekommen bin, drücken zum Ausschalten, eure Betten 3 funktioniert da und lässt sich natürlich da auch aufladen. Und die Betten 3 lässt sich da auch stufenlos in der Helligkeit verstellen. Geht runter, mal raufdrehen, dann sieht man das auch, dass auch da die volle Helligkeit der Betten 3 dann zur Verfügung steht. Also wer lieber statt einem kleinen 90 Lumen Leselicht eine Betten 3 beim Nachtkastel im Standby haben will, immer aufgeladen oder sogar dann zum Lesen. Eines der Möglichkeiten, die nicht in der Bedienungsanleitung stehen. Wenn ihr welche findet, schreibt es mir ganz einfach. Wenn ihr mehr Fragen zu den Produkten haben solltet, wie gesagt, ich bin für euch unter Facebook erreichbar oder kommentiert mir einfach das Video, da schaue ich auch jeden Tag einmal rein, falls da Fragen bestehen. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis bald.